Herzlich willkommen zum Lightning Talk, Open Source Tool Go 3.0 Geo Open Accessibility Tool. Es geht um Erreichbarkeiten, um Stadt- und Verkehrsplanung und auch um Daseinsvorsorge. Ich bin Theodor Rieche und ich arbeite am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Das Projekt begann 2017 an der TU München. Ende 2019 begann eine erste Förderung durch M-Fund. Am Ende dieser Förderzeit stand eine voll funktionsfähige Version 1.0 wie auch die Gründung des Startup Plan for Better an. Ende 2021 haben wir nun die Möglichkeit, mit einer zweiten Förderung ebenfalls durch M-Fund weitere Funktionen zu implementieren. Wir, das ist ein Konsortium bestehend aus dem Startup Plan for Better, dem Münchner Verkehrsverbund, dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Professor Schaller Umwelt Consultant und der TU München. Die neuen Funktionen lassen sich also in verschiedene Module gliedern, die als roter Faden jeweils das Thema Erreichbarkeiten haben, wie beispielsweise aktive Mobilität wie Fuß- und Radverkehr, 15 Minuten Erreichbarkeit etc. Wir stehen im Kontakt mit den Fachplanerinnen der Praxispartner, also der Kommunen, um also gemeinsam Use Cases entwickeln zu können und auch dann die Belange der Praxis angemessen berücksichtigen zu können. Ich möchte nun zwei Module vorstellen. Das ist einmal der dynamische Daseinsvorsorgerechner. Der richtet sich konkret an die Fachplanerin, soll also das Thema Daseinsvorsorge mit seiner ganzen Tiefe abbilden und beleuchten. Neben der Erreichbarkeit ist auch jeweils die Tragfähigkeit relevant, also wie tragfähig ist eine Einrichtung wie eine Schule oder Krankenhaus. Es geht um Unter- und Oberversorgung. Es kann auch die Funktion einer Einrichtung wie quasi überregional oder lokal berücksichtigt werden. Szenarien können anhand von Standortanalysen nachvollzogen werden, um zu schauen, wie viele Menschen bei einem neuen Standort dann aus einer Unterversorgung geholt werden oder auch überhaupt eine bessere Erreichbarkeit nun haben. Ein weiteres spannendes Modul ist der 15-Minuten-Score. Das Thema ist ja in den letzten Jahren weltweit auch hoch angesiedelt, also generell Wohnen und Arbeiten in einem attraktiven Wohnumfeld. Was kann man alles mit dem Fuß- und Radverkehr in 15 Minuten erreichen? Auch hier gezeigt in der Grafik rechts. Und dort möchten wir also einen Score entwickeln, der verschiedene Kategorien beinhaltet und dort also das Thema möglichst intuitiv und übersichtlich darstellt. Man kann nun aber auch noch ein paar Schritte weitergehen und schauen, wie kann man noch das Thema noch differenzieren und die reale Welt noch genauer abbilden. Zum Beispiel mit der Qualität des Wege- und Verkehrsnetzes. Das wird ja bereits mit Verkehrsmitteln oft realisiert. Dazu haben wir auch vor, nach Verkehrsmitteln zu unterscheiden. Es geht aber auch noch speziell nach Nutzerprofilen. Der kürzeste Weg ist ja nicht immer auch die tatsächliche Erreichbarkeit. Wie kindgerecht sind denn die Schulwege zur Schule? Wie gut ist denn eine Apotheke eigentlich für mobilitätseingeschränkte Personen erreichbar? Die Umwege, die also die Personen im Alltag dadurch dann in Kauf nehmen, die erhöhen ja die Reisezeit und letztendlich auch die Erreichbarkeit. Es lassen sich also genauere Karten darstellen. Unattraktive Wege fühlen sich länger an. Es geht also auch um die wahrgenommene Erreichbarkeit. Die Realisierung von solcher Modellierung ist abhängig natürlich von Daten und es wurde hier für Freiburg mal realisiert mit einem Walkability Index. Komme ich nun zu Synergien mit OpenStreetMap. Es gibt also eine Reihe von interessanten Attributen, auch aus dem OSM-Ökosystem, hier für Fuß- und Radverkehr, ÖPNV etc., welche also wirklich die Qualität der Wege, der Beschaffenheit genau beschreiben. Und das wird ja auch schon rege genutzt. Auch in letzter Zeit ist es auch sehr relevant gewesen, auch für barrierefreies Routing beispielsweise. Hier sind einmal die Verwendung von einigen Keys dargestellt, in Abhängigkeit zu dem Gemeinde- und Stadttyp, inwiefern quasi urban und ländlich dort tangiert ist. Und es ist zu sehen, hier das Attribut Surface ist also im städtischen Bereich etwas besser schon kartiert, also Nord-Null, wie im ländlichen. Und es fällt auch allgemein auf, bei manchen Attributen gibt es noch Nachholbedarf, wobei man da auch berücksichtigen muss, dass ja nicht alle Attribute per se vergeben werden. Komme ich nun zu einem kurzen Ausblick. Wir laden zum Austausch ein. Wir heißen Sie und euch herzlich willkommen, auf uns zuzutreten, falls wir dort hier gemeinsam Dinge in die Wege leiten können. Der ländliche Raum ist auch ein wichtiges Thema. Da können wir auch nochmal uns Gedanken machen, wie dort vielleicht auch OSM noch gestärkt werden kann, wie dort auch Mapping-Partys veranstaltet werden können, Map-Roulette etc. Wir haben einiges vor und laden die OpenStreetMap-Community ein, dort mit uns weitere Schritte zu gehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie uns noch erreichen möchten, hier haben Sie unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Vielen Dank und noch eine schöne Konferenz. Tschüss!